Jo, Freunde, was geht ab? Ich befinde mich hier in meiner heiligen Halle. Und heute geht es mit dem Moped weiter. Der letzte Teil, der hat euch ja extrem gut gefallen. Feedback von euch war echt mega. Viele Kommentare, viele nützliche Kommentare habt ihr mir drunter geschrieben. An dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Wir müssen das Moped als allererstes auftanken, Damit ich nicht wieder liegen bleibe. Dann werden wir das rüberfahren in die Werkstatt zu Zerberstus. Paar neue Teile sind gekommen. Die werden wir dann verbauen. Und ich denke, das wird sich heute lohnen. Aber bevor wir das volltanken, möchte ich euch nochmal was anderes zeigen. schaut euch das mal an. Das Schäfchen hat hier einfach Kleine bekommen. Vorgestern, vor 2 Tagen. Eins, und wo ist denn das zweite? Ach, und da ist das zweite. So klein und so süß, ey. Na, die brauchen noch 2 Namen. Aber wir wissen noch nicht, ob das Männchen oder Weibchen sind. Angekommen. Hier sind die 2 Teile für heute. Einmal haben wir hier einen neuen Kranz oder Kettenrad, wie man das auch immer nennt. 53er. Ist ein bisschen kleiner als das jetzige, was verbaut ist. Hat nur 20 € gekostet. Und wenn wir jetzt die Übersetzung ändern werden, dann sollte die definitiv schneller laufen. Falls ich mich nicht täusche, sollte sie dann über 100 fahren. Und ich denke, von 85 auf über 100, das ist auf jeden Fall akzeptabel. Dann habe ich in diesem kleinen Karton hier auch noch etwas ganz Wichtiges. Was das ist, werdet ihr erst später erfahren, wenn wir es dann verbauen. Erstmal ist der Kranz dran, aber bevor es damit losgeht, muss ich noch auf Zerberstus warten, weil ich habe ja 2 linke Hände. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm, denn ich habe so für mich in meinem Leben gelernt, dass es mehr Sinn macht, sich auf seine Stärken zu konzentrieren, die weiter auszubauen, seine Schwächen akzeptiert. Jeder Mensch hat so seine Stärken und Schwächen und Talente. Jeder kann irgendetwas gut, dafür halt andere Sachen schlecht. Und seitdem ich mich so auf meine Stärken konzentriere, komme ich viel besser durchs Leben. Falls ihr noch einen weiteren Teil mit dem Moped sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Eigentlich wollte ich das Projekt ja beenden, aber durch euch habe ich wieder neue Motivation gefunden, habe auch wieder richtig Spaß daran. Und deswegen wird es, glaube ich, noch einen weiteren Teil geben. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Und schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was wir noch am Moped machen könnten. Juhu, Zerberstus ist da. Ja, ich bin da. Ja, Freunde, jetzt kann es losgehen. Als allererstes müssen wir das Moped irgendwie mal hochbocken. Gut, dass ich meinen Ständer hier habe. Nein, habe ich natürlich nicht. Der befindet sich in der heiligen Halle. Deswegen müssen wir improvisieren und wir versuchen es mal hier auf die 2 Reifen drauf zu bocken. Ja, ich denke, provisorisch sollte das so funktionieren. Ist hier zwar ein bisschen wackelig, müssen wir halt aufpassen, dass es nicht umkippt. Wird schon gut gehen. Als allererstes müssen wir jetzt hier erstmal das Rad abnehmen. Ja, kann sein, dass wir vorne das kleine Ritzel abnehmen müssen wegen der Kette. Kann sein. Ich hoffe nicht. Let's go. Juhu, Rad ist ab. Jetzt müssen wir den Kranz hier einfach abnehmen. Den anderen draufschrauben. Der hier hat übrigens 62 Zähne. Ich lege den nochmal hier da drüber und dann könnt ihr sehen, der ist schon deutlich kleiner.
Und schon ist es ab. Hier nochmal ein direkter Vergleich nebeneinander. Da wird es nochmal richtig deutlich, wie winzig das ist. Tada! Danke dafür, Zerberstus. Ich bin aber gar nicht fertig, Junge. Danke dafür. Wofür dafür? Ja, jetzt können wir es wieder dran bauen. Ist jetzt alles dran und wie ihr sehen könnt, die Kette, die ist eindeutig zu lang. Erst dachten wir, ich brauche eine neue Kette, aber wir haben ein paar YouTube-Videos angeschaut und man kann die Kette einfach kürzen. Und zwar, die Kette hat hier so ein Klickschloss, nennt sich das, glaube ich. Und ich habe aber zuerst gedacht, da ist so ein Schloss drin, was man vernieten muss. Das hat mein Motorrad damals zum Beispiel gehabt. Da braucht man extra so ein Werkzeug dafür. Ja, auf jeden Fall, Schloss ging hier in einer Sekunde ab. Das heißt, wir haben die Kette getrennt, müssen wir die Achse komplett nach vorne schieben und dann legen wir die Kette auf und dann werden wir sehen, wie viele Glieder wir trennen müssen. Und dann trennen wir das Glied hier im Reflex, flexen mal ein bisschen an. Dann können wir die Glieder rausnehmen und dann mit dem Schloss einfach wieder verschließen und fertig. Jetzt flext sich das flach quasi. Das ist hier verpresst, das ist hier ein bisschen breiter. Und dann geht der Pin auf der anderen Seite, geht er dann raus. Das sind dann einmal, zwei, drei. Drei komplette Glieder. Also schon ein bisschen was. So, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall, diese Kappe ist jetzt ab. Und jetzt können wir hier quasi das, was die Glieder zusammenhält, das ist ja kein Schloss, das ist ja schon verpresst. Das ist ab. Und da haben wir das zu lange Stück. So, dann haben wir hier das Schloss, das Originale, was drauf war. Kommt einfach rein. Und dann, ganz wichtig, dieser Clip, der kommt quasi, das ist ja die Laufrichtung, so. Da kommt der Clip von vorne nach hinten rein, weil habe ich auch im Video gesehen, einer mal gemeint, wenn hier ein Steinchen oder irgendwas dagegen knallt und dann fliegt der Clip raus. Ja, ist die Kette offen. Ja, dann stehst du da und hast keinen Clip. Das war's. Das war's schon. Das war's schon, ja. Jetzt müssen wir uns hier um den kleinen Karton noch kümmern. Da drin befindet sich ein Spiegel mit einigen Adaptern. Also so ohne Spiegel auf die Dauer fahren, ist echt nicht so geil. Stell dich mal vor, die Polizei ist so hinter mir und ich merke das gar nicht. Hier haben wir den passenden Adapter. Der kommt hier einmal in den Spiegel rein. Das Adapterstück ist hier fest drin. Jetzt müssen wir das einfach hier in den Kupplungshebel mit reinschrauben. Dann, wo wir den ungefähr haben wollen, einfach hier mit der Mutter gegenkontern und das war's. Warum machst du eigentlich nur einen dran? Ja, ich mache nur einen dran, weil das ist der andere Spiegel. Und ja, irgendjemand hat den unglücklicherweise heruntergeworfen. Ich möchte ja niemanden beschuldigen, ne? Ja, wenn ich den sehe, dann sage ich dir Bescheid, wer es war. Okay. Okay, Freunde, ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich über 100 fahren wird. Wir setzen uns drauf und sehen uns gleich auf der Straße. Freunde, also ich habe gerade eben schon mal Vollgas gegeben, ging noch ein bisschen bergab. Ich glaube, bei 100 ist ein Begrenzer. Mehr als 100 laut Tacho geht nicht. GPS-Messgerät habe ich schon an. Wir werden gleich herausfinden, wie viel km/h es tatsächlich sind. Der Tacho, der kann mir erzählen, was er will. Ansonsten, ich kann die Gänge jetzt deutlich mehr ausfahren. Viel, viel angenehmer. Einfach nur schön. Ich würde sagen, wir geben noch mal Gas.
99 hatte ich jetzt auf dem Tacho und irgendwie, ich weiß nicht woran es liegt, läuft sie jetzt etwas unruhiger. 92er Düse ist ja drin, 95er könnte ich noch reinklatschen, Größe habe ich nicht da. Müssen wir vielleicht nochmal umdüsen in Zukunft. Jetzt bin ich mal gespannt. 101, jawohl, Alter. 101 km/h. Ja, ich denke, das kann sich sehen lassen.